Swami Omkarananda, Mystiker, Weiser, Philosoph, Schriftsteller und Wissenschaftler, geht es in seinem Leben und Werk nicht um Anhäufung von Wissen und Theorien, sondern um die Umwandlung des menschlichen Wesens in seine göttliche Natur, um die Rückkehr des Menschen aus der Dualität in die Einheit mit Gott, aus der vergänglichen Freude in die absolute immerwährende Glückseligkeit. Das ist das Geburtsrecht eines jeden Menschen. Swami Omkarananda lehrt die universale Religion, die in sich die geistige und mystische Essenz aller Weltreligionen vereinigt. Er eröffnet den Menschen neue Sichtweisen, indem sie alle Erkenntnis in der Tiefe des eigenen wahren Selbst suchen, im strahlenden Licht ihres innersten Wesens, und dort das Eine in den Vielen finden, ohne jede Grenzen, jenseits des Spiels der Dualitäten und Sinneswahrnehmungen, die letzte Wirklichkeit, die unmittelbar zugegen und direkt erfahrbar ist. Swami Omkarananda, Selbstverwirklichung als Wissenschaft und höchste Erfüllung. Vorwort. In der Bibel steht: Ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch freimachen. Welche Wahrheit befreit uns dann? Nur das Göttliche kann uns freimachen. So ist also das Göttliche die Wahrheit. Das Königreich Gottes ist die Wahrheit. Uneingeschränktes, bedingungsloses, zeitloses und raumloses Sein ist die Wahrheit. Das Überbewusstsein in uns ist die Wahrheit. Das allwissende, allreinigende, allmächtige göttliche Bewusstsein ist die Wahrheit. Diese Wahrheit ist unveränderlich und selbstleuchtend. Sie befreit uns. Keine Wahrheit der Erscheinungswelt, der Erfahrung, des Handelns kann uns befreien. Befreiung liegt in dem, was ewig, was unbegrenzt ist, in Erkenntnis, Macht, Frieden, Freude und Vollkommenheit. Gott erkennen heißt die Wahrheit erkennen. Die Wahrheit erkennen heißt Gott erkennen. Die Wahrheit, mit der sich die Bibel befasst, ist keine mentale Wahrheit oder eine Wahrheit, die dem Verstand oder Intellekt entspringt, noch eine moralische, politische, soziale oder wirtschaftliche Wahrheit, sondern die unendliche göttliche Wahrheit. Es gibt keine wahre Freiheit, keine Ganzheit, keine wahre Freude in allem, was menschlich und endlich ist. Um wahre Freiheit, Vollendung, Freude zu gewinnen, müssen wir das Unendliche, das Göttliche erkennen und erfahren. Darum gibt uns Jesus den Auftrag: Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Die Suche nach Selbsterkenntnis ist universal. Erkenne dich selbst, und du wirst das Universum und die Götter erkennen. Inschrift am Tempel in Delphi. Selbsterkenntnis ist das grundlegende Wesensmerkmal des Bewusstseins, des Lebens und aller Existenz. Es gibt keine größere Dunkelheit als die Unwissenheit über unsere Beziehungen zum Schöpfer, zur letzten Ursache. All unsere Probleme, unser Leiden, Kummer und Sorgen entstehen aus unserem inneren Mangel an Erkenntnis
dieses allgegenwärtigen, allmächtigen und allwissenden Seins. Dieses Problem führt den Menschen unweigerlich zu einer raschen Erfüllung seines Suchens nach dem Ideal. Es setzt ihn unter Druck und hilft ihm dadurch, Meisterschaft über alle Kräfte zu erlangen, die ihn an der großen Suche hindern. Je früher wir die Wahrheit erkennen, dass unsere Rettung im täglichen Leben in der bewussten Wahrnehmung dieser göttlichen Gegenwart liegt, desto besser für uns. Das Ausmaß unseres wahren, dauerhaften Friedens und Glückes, die Macht unserer Güte, die allumfassende Kraft unserer Liebe, beruhen auf dem Ausmaß unseres bewussten Gewahrseins Gottes oder des Unendlichen im täglichen Leben. Eins zu sein mit dem Göttlichen Selbst, noch während wir hier auf Erden leben, dies ist unser Vorrecht, unsere Herrlichkeit und unsere Bestimmung. Selbstverwirklichung zu erlangen, jenen Frieden, der alles Verstehen übersteigt, die von allem unabhängige, bedingungslose, tiefe Freude, das bewusste Erleben unserer Unsterblichkeit, Ewigkeit, Zeitlosigkeit. Das ist unser Vorrecht und unser Heil. Wir sind geboren, um diese Seligkeit zu erfahren. Die Wahrheit ist, dass der Mensch verwurzelt ist in Gott und Gott verwurzelt ist im Menschen. Genauso kann der Mensch keine Erfahrung Gottes haben, außer er ist in Gott. Und Gott kann sich in der Welt nicht zum Ausdruck bringen, außer durch den Menschen. Es sind die zwei Seiten ein und derselben Münze. Gleicherweise verhält es sich mit dem Leben. Das Leben ist verwurzelt in Gott, und Gott ist verwurzelt im Leben. Desgleichen die Welt. Die Welt ist verwurzelt in Gott, und Gott ist verwurzelt in der Welt. Selbsterkenntnis, Selbsterfahrung, Selbstverwirklichung stellen das höchste Ziel und die Erfüllung des menschlichen Lebens hier auf Erden dar. Der innere Drang im Menschen, sich selbst zu erkennen, sich über das, was er gegenwärtig ist, hinauszuentwickeln, der in seinem Inneren erfahrene Zwang, sich selbst zu transzendieren, der Hunger nach dem Wahren, dies sind wesentliche Funktionen, verursacht und bestimmt durch den Genius der empirischen Evolution, die der Formel der menschlichen Existenz innewohnt. Selbsterkenntnis ist das Ziel der Evolution des Bewusstseins im Menschen. Was ist dieses Selbst? Was ist die Bedeutung seiner Verwirklichung? Das Selbst, das zu erkennen, die griechische Kultur uns nahelegt und das die indische Kultur zu verwirklichen uns auffordert. Dieses Selbst ist nicht das kleine, äußerliche, physische Selbst, nicht das emotionale, des mentalen Selbst, nicht unsere psychologische Persönlichkeit, nicht ein endliches, irrendes, fehlbares, menschliches Einzelwesen. Dieses Selbst ist das unendliche Bewusstsein, das unsterbliche Prinzip, das Königreich des Himmels. Selbstverwirklichung ist identisch mit dem Erlangen der Vollkommenheit des Vaters im Himmel. Diese große Erkenntnis hat Sokrates dahin geführt, die Selbsterkenntnis zum führenden Prinzip seines bewussten Lebens, seines Strebens und seiner inneren Entfaltung zu machen. Unglücklicherweise war das psychische Wesen der westlichen Welt in jenen und in späteren Jahrhunderten noch nicht bereit, das Licht, das er zu enthüllen versuchte, zu empfangen. Die Wissenschaft des Selbst ist die höchste Wissenschaft, die Wissenschaft aller Wissenschaften. Unsere moderne Wissenschaft ist eine sich wandelnde Wissenschaft. Der von der Wissenschaft heute angehäufte Wissensbestand kann im Voranschreiten und Entwickeln der Wissenschaften morgen abgelehnt
und verworfen werden. Wahre Philosophie oder spirituelle Erkenntnis befasst sich mit höheren Tatsachen und mit den beseelenden Ursachen, mit der wahren Substanz der physikalischen Wirklichkeiten. Es gibt die Erkenntnis der sichtbaren Tatsachen durch die physischen Sinne und eine Erkenntnis der unsichtbaren Tatsachen durch die feineren Sinne der entwickelten Intelligenz. Wir leben durch das Unvergängliche. Wir sind verloren, wenn wir unser Leben auf dem Sand des Vergänglichen bauen. Die Wirkungen sind zerstörbar. Immer und ewig unzerstörbar und schöpferisch aber ist die letzte ursachlose Ursache. Die Wissenschaft des Selbst befasst sich allein mit den Dingen, wie sie ihrem innersten Wesen nach sind, mit der Wirklichkeit in den Dingen, der unwandelbaren, erhaltenden Wahrheit hinter Erscheinungen und Wirkungen. Daher ist jede Wissenschaft, die sich um diese höchste Wirklichkeit zentriert, die wahre Wissenschaft, die wahre Erkenntnis. Wissenschaft beschäftigt sich mit der Außenseite, mit dem, was in Erscheinung tritt und ein vergängliches Phänomen ist. Und Gott ist das, was alle Phänomene und Erscheinungen möglich macht. Um diese Wissenschaft sollten daher alle sonstigen Wissensgebiete aufgebaut werden, wenn sie eine sichere Grundlage haben und der Menschheit in einer Weise nützlich sein sollen, die im Einklang mit dem Genius der göttlichen Realität ist. Da Gott uns nach seinem eigenen, uns zerstörbaren Ebenbild geschaffen hat und das Bewusstsein Gottes, dieses unbeschreibliche Sein, seine unbegrenzte Macht, sein Leben, sein Bewusstsein in das Königreich in jedem von uns eingegossen hat, kann es keine Wissenschaft, kein Erkenntnissystem, keine Philosophie oder Ethik, noch irgendein soziales Wirken geben, das größer wäre als jenes, das sich mit diesem zentralen Prinzip befasst. Alle Wissenschaften sind Teilwissenschaften. Sie befassen sich nur mit den Wirkungen der letzten Ursache. Ihre Arbeit beschränkt sich auf den einen oder anderen Aspekt des Phänomenalen, auf Wirkungen, die in unterschiedlichen Subtilitätsgraden von Substanz und Funktion, Materie, Leben und Geist als Mind von dieser ewigen Wahrheit abgeleitet sind. Der Wirklichkeitshintergrund entzieht sich immer dem Begriff der Genies und der großen Denker, da er kein Objekt ist, das vom menschlichen Geist oder Mind oder dem begrenzten Intellekt erfasst werden kann. Nur dasjenige im Menschen, welches von demselben Wesen dieses Hintergrundes ist, kann allein ihn verstehen und erkennen. Biologie begrenzt ihre Aufmerksamkeit auf das Verständnis von Lebenserscheinungen im physischen Bereich. Die Psychologie begrenzt ihre Forschung auf menschliches Verhalten und etwas, das sie Geist, Selbst, Seele oder psychologische Funktion nennt, ohne von dessen eigentlichem Urgrund irgendwelche Kenntnis zu besitzen. Die Parapsychologie wurde vor kurzem erst geboren und bleibt im Allgemeinen eingefangen in die Untersuchung paranormaler Kräfte des menschlichen Geistes, ohne eine Erkenntnis des wunderbaren Reichtums des höheren Bewusstseins im Menschen zu haben. Der Okkultismus befasst sich mit aufsehenerregenden okkulten Kräften unseres inneren psychischen Wesens, ist aber auch abgetrennt von den Wundern, die in der Unendlichkeit des Selbst, dem Königreich endlosen Friedens, der Freude und Schönheit in jedem Menschen verborgen sind. In der Welt des Okkulten und der Parapsychologie findet sich wenig, das von wirklichem Wert für die innere spirituelle Entfaltung und für das Erlangen
der supraokkulten göttlichen Vollkommenheit sein könnte, der Vollkommenheit des Vaters im Himmel. Okkulte und parapsychologische Forschung und Erkenntnis sind indessen wesentlich, um die Begrenzungen des psychologischen Bereichs zu korrigieren und unsere Sicht über das hinaus auszuweiten, was unseren stumpfen Sinnen verschlossen ist. Der Okkultismus hat seine ganz spezielle Rolle zu spielen, um die Illusionen jener zu zerstören, deren Denken ganz vom rein materiellen und von der physikalischen Welt beherrscht und besessen ist. Für den geistig Strebenden ist es jedoch nicht nötig, Gedanken anderer Menschen zu lesen. Es ist besser, ihn zu fragen, was er denkt. Es ist auch nicht nötig, auf dem Wasser zu gehen. Besser ist es, für wenig Geld ein Boot zu mieten. Welcher Natur die außergewöhnlichen Kräfte, die man gerne besitzen möchte, auch sein mögen, man wird durch sie in keiner Weise der Selbsterkenntnis, Selbsterfahrung und Selbstverwirklichung näher kommen. Das Wesentliche für den geistig Strebenden ist, das Selbst zu erkennen, wodurch alles andere erkannt wird. Die Erkenntnis dieses Selbst, das göttlich, unsterblich, ewig, allmächtig, allvollkommen ist, liegt außerhalb des Bereichs jeder Spezialforschung, Praktik und Zielsetzung. Wir brauchen die höchste, die ewige, unfehlbare Wissenschaft. Es besteht ein dringender Bedarf für die Wissenschaft des wahren Lebens, die Wissenschaft des Menschen, wie er an sich ist, die Wissenschaft des erfahrenden Subjekts. Der Mensch ist tatsächlich unwissend, wie groß auch sein Wissen über die Dinge und die Außenwelt sein mag. Solange ihm kein wirkliches Wissen über sich selbst, sein wahres Sein, die zentrale Wirklichkeit in sich selbst, das erfahrende Subjekt, das göttliche Selbst, zuteil geworden ist. Jedes Erkenntnissystem, jede Wissenschaft, die sich mit einem tieferen Eindringen in das Wesen des göttlichen Selbst im Menschen befasst, ist eine wahrhaft große Wissenschaft. Sie gibt dem Menschen eine erlösende Erkenntnis. Wie Jesus Christus sagt, werdet so vollkommen, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Ein solches Erkenntnissystem, eine solche Wissenschaft allein, würde im Einklang sein mit den zentralen Lehren der Bibel, den großen Werken unvergänglicher Offenbarung und höchster geistiger Erfahrung. Welche große Macht belebte die Persönlichkeit Jesu Christi? Weder war es Bildung, hohe Kultur, noch hohe Errungenschaften, nicht irgendeine besondere Wissenschaft, keine hohe soziale Stellung, nichts, was wir auf Erden hochschätzen, sondern ein beständiges Sich-Bewusstsein und eine beständige Erfahrung des Vaters in ihm selbst und überall, sowie das zum Ausdruck bringen der Liebe und der Weisheit dieses Vaters. Das ist es, warum die Menschheit ihn als das Licht der Welt, als Erlöser und Retter verehrt. In ihm finden wir das leuchtendste Beispiel der Selbstverwirklichung oder der Erfahrung Gottes in einem solchen Ausmaß, dass er sagen konnte, ich und der Vater sind eins. Jesus Christus ist die bewusste Offenbarung Gottes, und seine Mission auf Erden bestand in der Erlösung des Menschen aus seiner menschlichen Begrenzung und der Befreiung des göttlichen Geistes oder des Selbst in ihm zur Vollkommenheit des Vaters im Himmel. In seinem Erbarmen hat er alle Menschen zum Teilhaben an allen Schätzen und Herrlichkeiten des himmlischen Königreichs aufgerufen. Er hat sein Leben nicht nur vollendetem Dienen und höchstem Opfern geweiht, sondern lehrte uns auch durch das Wort seiner eigenen Weisheit, so vollkommen wie der Vater im Himmel zu sein. Er hat uns in neuer Frische das Letzte und Höchste an menschlicher Weisheit gegeben und bestätigt, wenn er spricht,
Suchet als erstes das Reich Gottes, und alles andere wird euch hinzugegeben. Wie soll uns alles andere hinzugefügt werden? Nur, wenn wir die höchste Realität, die Gott ist, suchen. Wenn wir den Ozean wählen oder gewinnen, wird uns all das, was im Ozean ist, hinzugefügt. Nur wenn wir einen Garten wählen, statt hier und da eine Frucht oder eine Blume, werden uns alle Blumen, Früchte, Pflanzen und Bäume dazugegeben. Wenn wir den Schöpfer wählen, wird uns die ganze Schöpfung, die in ihm ist, werden uns Millionen anderer wunderbarer Dinge, die in ihm sind, hinzugefügt. Der menschliche Geist stellt nur eine der Millionen Möglichkeiten dar, welche dieses allwundervolle Königreich des göttlichen Selbst oder Bewusstseins offenbart. Unser Geist vermag einen kleinen Himmel oder eine große Hölle zu schaffen, während das göttliche Selbst in uns die Unendlichkeit an Licht, Liebe, Frieden, Freude, schöpferischer Schönheit, Leben, das Ganze des allvollkommenen Königreichs des Himmels ist. Einem der integralen Wissenschaft ergebenen Menschen ist alles heilig. Kein Teil des Lebens ist vom anderen getrennt, und in keinem Teil des Lebens sieht er eine Unvollkommenheit, eine Dunkelheit oder ein Unglück, denn jeder Teil des Lebens wird emporgehoben, veredelt, beseelt, strahlend und lichtvoll gemacht. Und dieses zu erkennen heißt, die Quelle des Geistes, den Ursprung der Welt, des Lebens, den ganzen Kosmos, die Quelle von allem zu erkennen. Im Bereich dieses göttlichen Bewusstseins ist Erkennen Sein und Sein Haben. Erkennen ist Haben. Das Reich des Göttlichen zu erkennen heißt, es zu besitzen. Verwirkliche das Göttliche in dir und überall. Das heißt, dass du die Macht aller Mächte besitzt. Verwirkliche jenes Leben, dass das Leben allen Lebens ist. Erkenne jene Wahrheit, die die Wahrheit aller Wahrheiten ist. Erfahre jenes Licht, das die Sonne, den Mond, die Sterne beleuchtet. Das Licht, das ewig ist. Das Licht, das hinter und jenseits der Energie steht, zu der die Wissenschaft das Phänomen des Universums reduziert. Die Basisfrage der göttlichen Wissenschaft befasst sich mit dem eigentlichen Erfahrenden, dem wahren Erkennenden, dem wahren Sehenden. Es ist Beobachten durch Bewusstsein. Der Wissenschaftler erforscht die Natur. Der göttliche Wissenschaftler versucht, den Wissenschaftler selbst zu erforschen. Der Forschende in der göttlichen Wissenschaft ist die eigentliche Intelligenz und das Bewusstsein des Menschen. Diese Intelligenz fragt, was ist diese Intelligenz im Wissenschaftler, der in die Geheimnisse der Natur einzudringen versucht? Was ist diese entdeckende Intelligenz im Entdecker? Was ist dieses denkende Prinzip in allen denkenden Menschen? Den Erkennenden zu suchen und zu erkennen, den wahren Erfahrenden zu erfahren, das zu erkennen, wodurch wir alles andere erfahren und erkennen. Sinn und Zweck der menschlichen Existenz auf Erden und das Warum und Wofür des Universums zu ergründen. Dies ist das Forschungsgebiet der göttlichen Wissenschaft, der Wissenschaft des Bewusstseins. Im Hinblick auf die Hintergrundfrage, woher wir kommen und wohin wir gehen und was unser eigentliches Wesen ist, ist eine psychologische Selbsterkenntnis wertlos. Eine überpsychologische Selbsterkenntnis ist erforderlich. Die Entdeckung der großen Wahrheit, dass unser Wesen seinen Ursprung im Göttlichen hat, dass das Göttliche in uns wohnt, das allein kann uns von allen Problemen des äußeren Lebens erlösen
Das allein kann uns die Erfahrung von Unsterblichkeit und die Vollkommenheit des Vaters im Himmel geben. Die Natur der Welt, in der wir leben. Schwere Begrenzungen des menschlichen Lebens und der rettende Ausweg. Der eigentliche Name des Menschen ist Begrenzung. Er ist ein endliches Wesen, begrenzt in jeder Hinsicht, subjektiv wie objektiv. Er ist durch seine körperlich sinnengebundene Erfahrung in einem solchen Ausmaß in Beschlag genommen und steht unter einem solchen Zwang, dass er nicht weiß, woher er kommt, was er ist, was das Ziel seines Lebens ist, was Geist ist. Er ist von seinen begrenzten Erfahrungen völlig verblendet. Und der Sohn Gottes, der er ist, ist tot. Das wunderbare Wesen, das er in sich selbst, in seinem Bewusstsein ist, hat er nicht begriffen. Von einer Erfahrung der einzigen großen Wahrheit, dass in ihm unendliches Leben, das überall das Königreich des Göttlichen ist, ist er abgeschnitten und auf irrationale Weise in menschlichem Tun befangen. Daher rührt menschliches Glücklich und Unglücklichsein. Er ist das Opfer vieler Arten von Unwissenheit, wissenschaftliche und technische Unwissenheit, psychologische, psychische, spirituelle Unwissenheit und so fort. Was der Mensch durch seine Sinne und seinen Geist erfährt, ist eine Welt der Begrenzungen, wie sie sich aus einer Welt von Zeit und Raum, aus einem materiellen Universum, einer physikalischen Welt ergeben. Er denkt, er sei vernünftig und frei, tatsächlich aber ist er überall gebunden. Die Umstände können ihn glücklich oder unglücklich machen. Er hat keine Macht über sie. Wenn Krankheiten kommen, kann er sich nicht selbst heilen. Wo bleibt seine Macht? Wenn Ärger in ihm hochsteigt, fehlt ihm die Fähigkeit, ihn unter Kontrolle zu bringen, ihn zu beherrschen. Wo ist seine Vernunft? In Wahrheit ist unendliches Leben in ihm. Er weist dieses unendliche Leben zurück und versinkt mit all seiner Aufmerksamkeit, mit Gefühl und Denken in seinem Körper. Er hält seinen physischen Atem für seinen wahren Atem, seinen physischen Körper für sein wahres Selbst. Doch so wie der Raum ständig mit ihm und um ihn ist, so ist die göttliche Gegenwart immer bei ihm, um ihn, in ihm. Er lebt im Göttlichen, ohne dass er es weiß. Er bewegt sich und atmet im Göttlichen, doch erkennt er es nicht. Erkenne diesen elenden, unglückseligen menschlichen Zustand der Unwissenheit und strebe danach, wahre Weisheit, wahre Freiheit zu gewinnen. Gebrauche deine Vernunft. Lasse diese deine Vernunft nicht beständig von deinen Emotionen verschlungen werden. Versuche, diesem dauernden Hin- und Herpendeln von Weinen und Lachen ein Ende zu bereiten. Beschäftige dich mit großen Gedanken und beginne dich zu fragen, was ist die Bedeutung des Lebens? Warum diese endlose Routine des täglichen Lebens? Warum bin ich nicht in der Lage, mich in jeder Stunde des Tages in Glück, Frieden und Kraft zu erhalten? Wer hat das wunderbare Universum zur Existenz gebracht? Wodurch wird es unterhalten? Woher kommt es? Warum ist es? Wer bin ich? Solche Fragen verlangen eine Antwort. Werde zu einem ernsthaften und aufrichtig Fragenden und Untersuchenden. Erweitere deine Selbstbetrachtungen, beginne zu suchen und allmählich wirst du in stetem Fortschritt die Wahrheit verstehen. Unterscheidung wird in dir erwachen. Alle Formen von Unwissenheit lösen sich in dem Augenblick auf, in dem die Berührung und die Vereinigung mit der innersten Essenz in uns, mit dem wahren Selbst stattfindet. Einige Menschen erwachen allmählich,
sei es aufgrund reicher Erfahrung oder weil sie auf die Stimme großer, weiser Menschen hören oder aufgrund eines Übermaßes an Leiden in ihrem Leben oder infolge der Reinheit von Intelligenz und Herz, sodass der Bereich menschlicher Erfahrung versinkt und sie langsam die Dinge klar zu sehen beginnen. Die Erlösung aus den Begrenzungen des menschlichen Zustandes besteht darin, in unser wahres Wesen, in die Vollkommenheit unseres göttlichen Seins zurückzufinden. Die Fähigkeit, dieser Fessel menschlicher Begrenzungen zu entwachsen, sind im Menschen vorhanden. Da der Mensch in sich selbst das göttliche Sein trägt, sind die Möglichkeiten dieses göttlichen Seins auch die Möglichkeiten des Menschen. Die höheren Fähigkeiten des Bewusstseins, wie zum Beispiel intuitive Erkenntnis, werden als Resultat der Umwandlung und Reinigung der rohen, unreifen Natur automatisch wirksam. Wir sind das Unendliche, das funktionell an das Endliche gebunden ist. Wir sind das Absolute, das funktionell in den Menschen eingefangen ist. Das Endliche, das Individuum, wird so lange herumgestoßen und vor Rätsel gestellt, bis es eine dynamische und beherrschende Erkenntnis seiner ihm wesenseigenen Unendlichkeit, Absolutheit besitzt. Da wir strukturell mit der zeitlosen Welt in Beziehung stehen, ist ein Leben, das in seinen Zielen, seinem Planen und Streben nur auf diese wandelbare, vergängliche Zeit-Raum-Welt beschränkt bleibt, Gefahren ausgesetzt und all seiner grundlegenden Bedeutung, seines eigentlichen Wertes, seines wahren Reichtums und seiner Erfüllung beraubt. Wenn wir es richtig betrachten, ist das Leben in all seinen Umständen, in seiner Beschaffenheit und mit seinen Einschränkungen eine Gelegenheit, um von Angesicht zu Angesicht die Wahrheit zu erschauen. Eine Gelegenheit, den Sieg und die Herrlichkeit des göttlichen Geistes in den materiellen Begrenzungen offenbar werden zu lassen. Der menschliche Zustand gleicht dem eines Träumenden, der etwa an einem Hochsommertag im Garten eingeschlafen ist. Überall, ringsum, ist Sonnenlicht, und er träumt, dass er sich irgendwo in einem schrecklichen Wald befindet, wo alles dunkel, wo Nacht ist. Ist es nun wahr, dass überall Nacht ist? In Wahrheit ist überall strahlender Sonnenschein. Angenommen, diese Behauptung, es ist überall Sonnenschein, wird zur beherrschenden Erfahrung für ihn. So wird der Druck der ihn beherrschenden Traumerfahrung diesen Traum plötzlich abbrechen, und er wird tatsächlich entdecken, dass wahrhaftig überall Sonnenschein herrscht. Genauso ist der menschliche Zustand. Überall ist der Sonnenschein von Gottes Gegenwart und Macht. Aber die Menschen sind so völlig in ihre Begrenzungen verloren, dass sie von ihren Träumen eingefangen und durch diese konditioniert sind. Wenn diese unglücklichen, unweisen, unerleuchteten Menschen die Kunst erlernen, die Gegenwart des göttlichen Sonnenlichtes überall zu bejahen, wenn sie ihr Herz mit großen, universalen, kosmischen, weiten Gefühlen erfüllen, wenn sie sich beständig edlem, guten Wirken weihen, wird nach einiger Zeit der begrenzte menschliche Zustand durchbrochen werden. Einheit und Existenz. Aus der ewigen, transzendentalen Wirklichkeit ging eine schöpferische Kraft hervor, die das Universum zur Existenz brachte. Diese Kraft ist der Schöpfer, Gott, der Vater des Universums. Erkenne die Ursache, und du wirst die Wirkung erkennen. Erkenne den Schöpfer, und du wirst die Schöpfung erkennen. Für die stumpfen Sinne des Menschen ist alles Materie. Sie nehmen nicht die innere Wirklichkeit wahr. Sie lassen sich von äußeren Erscheinungen täuschen. Für jemanden, der wissenschaftlich gebildet ist,
ist alles Energie. Wer noch schärfere Wahrnehmungskräfte besitzt, erkennt alles als Intelligenz. Für den aus höchster Vernunft lebenden Menschen, für den wahren Philosophen, für den Weisen, ist alles göttliche Realität. Für den, der dem Göttlichen ergeben ist, ist alles die göttliche Gegenwart. Die Wahrheit der Wahrheiten liegt in der Tatsache, dass überall, was immer wir sehen, was immer wir erfahren, was immer wir fühlen, nichts anderes ist als nur das Göttliche. Denn das Göttliche ist nicht als ein Objekt, einem Objekt gegenüber gegenwärtig, sondern überall die leuchtende, allsehende Gegenwart des Göttlichen ist. Vom Standpunkt der spirituellen Erfahrung aus gesehen, sind sogar jene Zustände und Dinge, welche dem Göttlichen diametral entgegengesetzt zu sein scheinen, das Göttliche selber. Das Böse, der Irrtum und die Fehler, Unwissenheit, Dunkelheit, Unglück, Leid und Tod, alles, was der Mensch mit negativ bezeichnen würde, sind nichts anderes als Nebenwirkungen der Ausdrucksweisen der positiven Eigenschaften des Göttlichen. Wo dann liegt die Quelle von Böse, Unwissenheit, Unglück, Fehler, Leid, Trauer? Für die allgemeine menschliche Erfahrung gibt es überall Gegensätze in dem geoffenbarten Universum. Entgegengesetzte Kräfte, Gegensatzpaare wie Tag und Nacht, Leid und Freude, Hitze und Kälte, hart und weich, weiblich und männlich, gut und böse, Vollkommenheit und Unvollkommenheit. Dualität ist ein unvermeidliches Merkmal aller endlichen Phänomene. Es gibt nichts Böses, welches nicht auch irgendeine ausgleichende Eigenschaft von Gutem hat. Wenn Licht strahlt, gibt es auch Schatten. Könnte sich Licht nicht zum Ausdruck bringen, würde es auch keinen Schatten geben. Wissen, Erkennen, Glück, ewiges Leben, Friede, Schönheit, Vollkommenheit, all das sind charakteristische Eigenschaften des Göttlichen. Wenn sie zu wirken und sich auszudrücken beginnen, entstehen Schatten. Sich gegenüberstehende Eigenschaften werden ins Dasein gerufen. Nur das Göttliche als solches ist schattenlos. Man kann den Schatten auch mit Teufel und das Licht mit göttlich bezeichnen. Aber für Gott gibt es keinen Teufel. In dem unendlichen Bewusstsein gibt es keinen Schatten, keine Dunkelheit. Es gibt keine zweite Wesenheit in der Unendlichkeit. Vom Standpunkt der Erfahrung des Göttlichen als dem Unendlichen besteht die Welt nicht aus Unterschiedlichkeiten und der Mannigfaltigkeit der Dinge. Da gibt es nur eines, das wunderbare, unbeschreibliche, allschöpferische, allschöne, göttliche Bewusstsein, welches allein ist, eines ohne ein zweites. Materie, Natur oder Welt ist Erscheinung. Die wahre Realität, die Existenz, das Sein oder das göttliche Bewusstsein ist der dynamische Urgrund aller Erscheinung. Nur jene Menschen, welche sich um Gotterfahrung, um Selbstverwirklichung bemühen, wachsen über das Phänomen von Gut und Böse hinaus und überwinden es. Nur ihr Leben ist absolut gut, nur da ist das Böse abwesend. Doch kann das Böse nicht vollkommen überwunden werden, ehe nicht auch das, was gut genannt wird, überwunden ist. Es kann aber weder gut noch böse überwunden werden, solange man sie nicht in das transzendiert, was jenseits von Gut und Böse ist, in das, was das unbegrenzte, absolute, unendlich Gute ist. Und das ist Gott. Zu keiner Zeit in der Geschichte der Menschheit
waren die wissenschaftlichen Umweltbedingungen zur Wahrnehmung und Erfahrung der höchsten spirituellen Wahrheit so günstig wie heute. In diesem unserem Zeitalter der Astronauten und Kosmonauten liefert der Begriff des Raumes eine schöne Analogie zur besseren Darlegung und zum Verständnis dieser fundamentalen spirituellen Wahrheit. Der Raum, der namenlos, formlos, substanzlos, farblos ist, umgibt uns und hüllt uns ein, während er gleichzeitig auch in uns ist. Im Raum und durch den Raum sind wir mit allen anderen Menschen und allen Dingen verbunden. Es gibt nur einen Raum. Obwohl der Raum als ein Nichts aufgezeigt wird, dennoch. Wo ist alles, was wir wahrnehmen, erfahren, fühlen, verstehen, erkennen, wenn nicht im Raum? Und doch ist der Raum in sich selbst nichts. In diesem Nichts ist alles, einschließlich unserer selbst und unserer Erfahrungen. So wie es nur einen Raum gibt, ist auch überall nur ein Sein, das göttliche Sein. So wie es nichts gibt, was nicht innerhalb des Raumes wäre, so gibt es auch nichts, was sich nicht innerhalb dieses subtilsten göttlichen Prinzips befände. So wie unser träumendes Bewusstsein aus sich selbst heraus seinen eigenen Raum erschafft und entfaltet, so sind alle Welten, die wir durch unsere physischen Augen erblicken, Entfaltungen im Bewusstsein des Göttlichen. Es gibt nur einen Geist, Spirit, im ganzen Kosmos, den göttlichen Geist. Wir alle befinden uns im Geiste Gottes, im kosmischen Geist. Wir alle sind geformt im Bewusstsein Gottes. Es gibt nur eine Intelligenz, die göttliche Intelligenz, die sich in zahlloser Mannigfaltigkeit ausdrückt. Und die verschiedenen individuellen Intelligenzen sind innerhalb dieser einen Intelligenz. Es gibt nicht viele Bewusstsein, sondern nur eines. Nichts hat Existenz außerhalb dieses Bewusstseins. Es durchpulst die ganze Natur. Es befindet sich in allen atmenden Wesen. Es ist in der Macht der Sprache und des Sehvermögens. Überall ist es, innen und außen, im ganzen Universum. Es gibt nur die eine, die höchste göttliche Intelligenz. Und alle Intelligenzen sind verschiedene Formulierungen derselben Intelligenz in sich selbst. Im Mittelpunkt von allem und jedem ist dieses eine, das göttliche Bewusstsein, das sich zum Ausdruck bringt durch die Blumen als Schönheit und Duft, durch das Leuchten der blinkenden Sterne oder in dem Licht, das mit den Sonnenstrahlen durch die Wolkendecke bricht. Dasselbe göttliche Bewusstsein, das sich durch das Atom als unbegreifliche Kraft manifestiert, erhält zur gleichen Zeit Millionen von Universen jenseits weiter unmessbarer Räume und drückt sich zugleich auch als Intelligenz und Liebe durch das Herz des Menschen aus. So wie das Element Wasser sich sowohl in Form von Flüssigkeit oder Eis, wenn es gefriert, als auch in Form von Dampf, wenn es erwärmt wird, zeigt, so kann sich das göttliche Bewusstsein, welches allein ist, ebenfalls verdichten und vergröbern und sich auf diese Weise in verschiedenen Graden von Intensität und Licht durch die verschiedenen Daseinsformen in der Welt manifestieren. Diese selben Formen können wieder zurückverwandelt werden in die Seinsweise des göttlichen Bewusstseins. Das Absolute ist die einzige Realität. Die relativen Dinge, Erfahrungen, Objekte, das Universum, das wir sehen, sind lediglich Wirkungen. Und in jedem von ihnen ist das Absolute anwesend. Das Zeitlose ist die wahre Seele und Substanz aller Zeitprozesse. Das Ungesehene und Unsichtbare ist der wahre Erhalter von allem, was sichtbar ist.
Wenn wir also ein materielles Objekt sehen und unsere Aufmerksamkeit nur auf die äußere Erscheinung beschränkt ist, sind wir begrenzt. Ist unser Wissen falsch, sind wir unwissend. Daher ist auch unsere Erfahrung falsch. Wir leiden, sind versklavt und unglücklich. Lasst uns also Erkenntnis gewinnen und die Dinge erkennen, wie sie in sich selbst sind. Das eine, immer gleichbleibende, ruhende, unveränderliche, unwandelbare göttliche Prinzip ist die Grundlage und Quelle der sich immer bewegenden und sich verändernden Faktoren Mensch und Natur. Der ganze Kosmos ist ein Bewusstseinsprozess, ein Prozess des Einen, das zum Vielen wird, ein Prozess des Transzendenten, das manifest und immanent wird. Wenn wir uns zu höheren Zuständen des kontemplativen Bewusstseins emporentwickeln, wenn unsere Liebe zu Gott überwältigend ist und allen Umständen und Versuchungen, allen Herausforderungen standhält und fortdauert, dann bricht das Licht der inneren göttlichen Seele plötzlich hervor und wir sehen überall das Königreich des Göttlichen. Nur durch Selbsterkenntnis erhalten wir Meisterschaft über alles. Wie sehr sich auch geniale Menschen durch rein empirische Methoden um eine vermehrte Erweiterung ihres Wissens über den Kosmos bemühen mögen, sie werden uns nie wahre Einsichten in das bringen, was allein die Rätsel der kosmischen Manifestation lösen kann. Noch viel weniger aber können sie uns jenes Glück und jenen Frieden geben, welche das Ziel unseres bewussten Lebens sind. Niemals werden wir das Unmanifestierte durch intellektuelle, rationale oder empirische Prozesse erkennen, die es manifestiert hat. Die Erkenntnis des Unmanifestierten ist nur durch das Wirken solcher Fähigkeiten zu erlangen, die dem Unmanifestierten innewohnen, mit oder auch ohne die Zweckdienlichkeit intellektueller oder rationaler Prozesse. Wir erkennen die Wahrheit durch die Wahrheit und nicht wirklich und wahrhaft durch das, was aus ihr erst entstehen konnte. Wir erkennen das Selbst durch etwas innerhalb des Selbst. Dunkelheit kann niemals das Licht erkennen, es sei denn, sie höre auf, Dunkelheit zu sein, indem sie sich zum Licht erhebt. Wir erfahren Gott wahrhaft nur durch Umwandlung unseres inneren Bewusstseins, indem wir es in das Wesen Gottes hinein verwandeln. Denn Gott erkennt sich selbst, indem er Gott ist. Niemals kann der göttliche Geist durch die Wahrheiten der Materie erkannt werden. Während die Wahrheit des göttlichen Geistes alles über die Wahrheiten der Materie weiß, weil letztere durch den Ersteren geoffenbart werden. Darum erkenne das Selbst in dir, das Selbst in allem, das Selbst im Universum, das immanente und transzendente Selbst, was bedeutet, erkenne die höchste Gottheit. Das Wesen des Menschen und sein Platz im Schöpfungsplan. Das Reich Gottes ist in euch. Lukas 17,21. Letztes Ziel menschlicher Existenz. Gott ist die wahre Essenz und der Atem unseres inneren Wesens. Die Menschen sind kleinwinzige Geschöpfe auf einem wirbelnden Stück Staub, das Erde ist. Doch ist in jedem Menschen ein Prinzip, das in seinen Dimensionen den ganzen Kosmos und Raum transzendiert. Ein Prinzip, das das göttliche Selbst, das Königreich Gottes oder das transzendentale Bewusstsein genannt wird. Welch große Torheit wäre es, dieses zu ignorieren, zu vernachlässigen, zu verschlafen und unser Leben in Kleinlichkeit, Minderwertigkeit und mit geringer Kraft zu leben. Welch kolossale Unwissenheit wäre es,
unser Leben auf ein beschränktes, wissenschaftliches und mechanisches Wissen zu gründen und dabei unsere wahre Stärke und Lebenskraft zu verfehlen. Welche Narrheit wäre es, unserem innersten Sein entfliehen zu wollen. So wie die Stärke eines Zweiges am Baum in seiner integralen Einheit mit dem Baume liegt, so liegt unsere Stärke und unsere Glorie in unserer integralen Einheit mit der Gottheit. So wie die Stärke der Welle im Ozean liegt und nur durch die Einheit mit dem Ozean besteht. Genauso verhält es sich mit uns kleinen Wellen in dem weiten, unermesslichen Ozean des unermesslichen Bewusstseins. Unsere Stärke besteht im Suchen nach Verwirklichung unserer ewigen und untrennbaren Identität und Einheit mit dem unendlichen Bewusstseinsmeer, das Gott ist. Wir werden nicht wahrhaft leben, bis wir uns der unendlichen Stärke in der Tiefe unseres Seins bewusst geworden sind, des göttlichen Selbst, des Königreichs des Himmels. Solange wir das Göttliche nicht berührt haben und nicht eine bewusste und dauernde Beziehung mit diesem göttlichen Sein erreicht haben, werden wir nicht über den Tod lachen und über Krankheit hinweggehen können, werden wir nicht in Frieden und in Freude leben können. Darum müssen wir uns der göttlichen Macht bewusst werden, der todlosen Macht, die in unserem Herzen wohnt. Bis dahin sind wir wie ein Kind, das mit einem Holzpferd spielt und in ihm ein wirkliches Pferdchen sieht, während es doch allzeit nichts anderes als ein Stück Holz ist. In unserer Unwissenheit sehen wir nicht die Substanz, sondern wir konzentrieren uns nur auf die Formen. Wenn wir wach geworden sind für die wunderbare, alles durchdringende Macht des göttlichen Seins, die insgeheim in allen Formen, Gestalten und Wesen der kosmischen Welt des Werdens wirkt, wird das spirituelle Sein in unserem Inneren seine eigenen einzigartigen Methoden anwenden und seine eigenen zwingenden und notwendigen Weisen gebrauchen, um zum Selbstausdruck zu erblühen und die innere Essenz aller Formen zu enthüllen. In jedem Menschen findet das aus sich selbst bestehende Licht des inneren Bewusstseins, dieser in seinem Wirken nie endende, fundamentale, aufwärtsführende spirituelle Prozess, diese Leitung und Führung des ganzen Lebens statt, so lange, bis jede Unterscheidung und Trennung zwischen der Gottheit und dem Selbst des Menschen aufgehoben ist, bis das ganze Leben ein Gefäß geworden ist, das den Glanz des Göttlichen in sich trägt. Verschiedene Bewusstseinsebenen des menschlichen Wesens. Der Mensch allein ist das wahre Forschungsobjekt im Universum. In ihm befindet sich ein doppeltes Element: die innere spirituelle Identität und das äußere sich verändernde Phänomen. Es gibt verschiedene Schichten in seinem Bewusstsein. Verschiedene Bewusstseinsebenen befinden sich in seinem inneren Wesen. Obwohl er einerseits der Tierwelt angehört und auf der physischen Ebene lebt, ist er doch nicht auf diesen von ihm bewohnten physischen Körper beschränkt. Dass er ein Naturgeschöpf ist, betrifft also nur eine Teiltatsache hinsichtlich seiner ganzen Persönlichkeit. Die physischen Sinne im Menschen sind ständig aktiv. Er möchte immer etwas sehen, schmecken, hören, etwas haben. So führen sie die Seele auf chaotische Weise hierhin und dorthin. Durch die Sinne veräußerlicht sich die Seele und vergisst sich selbst. Sie hält irrtümlicherweise ihr Sinnenleben für ihr wahres Leben. Doch grundlegend ist der Mensch eine metaphysische, ontologische Wirklichkeit, ein überbewusstes Sein, eingefangen im Netz der Unwissenheit in Bezug auf sein Selbst. Das psychologische und mentale Wesen des Menschen ist ein unvollkommener Seinszustand, eine vorübergehend bestehende Struktur.
Tatsächlich aber ist der Mensch etwas anderes als diese zeitbedingte Struktur. Da die wahre Grundlage allen Denkens das Bewusstsein ist, so ist also Bewusstsein die Voraussetzung aller mentalen Aktivitäten und Funktionen, die Voraussetzung des menschlichen Geistes. Der Geist oder das Mentalorgan des Menschen ist ein bewusstes Prinzip. Bewusstsein steht hinter ihm, ist in ihm. Doch ist der menschliche Geist äußerst begrenzt. Er erschöpft das Ganze des Bewusstseins bei weitem nicht, sondern ist nur eine bruchstückhafte Manifestation des unbegrenzten weiten Ozeans, des dahinterliegenden Bewusstseinsmeeres, eine kleine matte Widerspiegelung, ein Schatten des inneren göttlichen Bewusstseins. Er ist ein Instrument dessen, was größer ist als er, nämlich des Selbst. So wie die physischen Sinne, physikalische Gegenstände, nur durch die unterstützende Aktivität des Mentalorgans wahrnehmen können, so kann seinerseits das Mentalorgan nur durch das Licht des göttlichen Selbst, des göttlichen Bewusstseins in Wirksamkeit treten. Der Mind oder das Mentalorgan selbst ist zusammengesetzt aus bewusstem Geist, der die Grundlage unseres Denkens und Fühlens ist, aus unterbewusstem und unbewusstem Geist. Letztere sind vom bewussten Geist verschieden. Der bewusste Geist steht darüber, steht an der Spitze. Das Unbewusste ist von Instinkten, Trieben und Leidenschaften erfüllt. Alle niederen Tendenzen, Erinnerungen, Eindrücke von Millionen von Jahren sind darin aufgespeichert. Es ist das Lagerhaus aller rückständigen Kräfte und Potentialitäten aus vergangenen Seinsweisen und Erfahrungen unseres Wesens, die sich nun durch die verschiedenen Tendenzen in diesem Leben ausdrücken. Bevor dieser Inhalt des Unbewussten nicht ausgeräumt ist, kann es keine Reinheit, keine Selbstverwirklichung geben. Der Geist des Menschen ist ein Prinzip, das in der Welt der Dualität in Zeit und Raum wirkt. Er ist die Ursache dafür, dass wir uns mit unserem Körper, mit den Dingen in der äußeren Welt identifizieren. Er besteht aus einer endlosen Folge von Gedanken, Einbildungen und Vorstellungen und ist eine irreführende Kraft, eine Kraft der Unwissenheit. Er ist immer eingefangen in die Wahrnehmung von Sinnesobjekten und Sinnesfreuden. Es ist der Geist des Menschen, das Gemüt oder Mentaldenken, was veranlasst, dass wir uns schwach fühlen oder die Arbeit schwierig finden oder was uns denken lässt, der andere liebe uns nicht. Es ist eben dieser Mind oder Geist, der uns misstrauisch macht, voll des Missverstehens und der Klagen sein lässt, voll eingebildeter Furcht, unnötiger Sorgen, Zweifel und Schwierigkeiten. Es ist der Geist, der 100 Gründe für uns schafft, um stolz, eitel, egoistisch, selbstsüchtig, deprimiert zu sein. Es entspricht ganz dem Wesen des Denkens oder Gemüts, von einem Gegenstand zum anderen zu springen, immer mit irgendetwas beschäftigt zu sein, mit dem einen oder anderen Gedanken, dem einen oder anderen Gefühl. Es entspricht seinem Wesen, zu mögen oder nicht zu mögen, abzuwägen, zu betrachten, zu beurteilen, Unterschiede zu machen, Standpunkte einzunehmen, Gegenüberstellungen zu machen, den einen Menschen vor dem anderen zu bevorzugen. Hin und her zu pendeln, ist sein Wesen. Tagtäglich nimmt der menschliche Geist tausende von Eindrücken in sich auf. Er ist äußerst sensitiv und absorbiert alle Eindrücke, die dem entströmen, was er wahrnimmt oder worüber er nachsinnt. Was immer er sieht, weiß, fühlt, wahrnimmt, hinterlässt einen Eindruck. So bewegt sich der Geist des Menschen im Durcheinander von Gedankenbildern wie Freunde, Nahrung, Eifersuchtsgrübeleien, Ärger
und so weiter. Der Geist identifiziert sich mit all den Gedanken und Eindrücken. Der Mensch wird zu dem, woran er denkt. Auch schöpferische Kräfte befinden sich im Geist des Menschen, die sich besonders bei Dichtern, Philosophen, Wissenschaftlern und anderen genialen Menschen offenbaren. Doch wie brillant der Geist des Menschen auch sein mag, er bleibt doch ein Zustand der Begrenzung, ein unglückseliger Zustand, ein Prinzip der Unwissenheit. Er lässt das Unendliche die Rolle des Endlichen spielen. Er trennt uns los von der unendlichen göttlichen Liebe und lässt uns in kleinen Gefühlen von Liebe oder Hass gefangen sein. Er trennt uns von der unendlichen Erkenntnis Gottes und lässt uns ruhelos nach Wissen in der Außenwelt forschen. Er lässt uns völlig das allsehende, allsegnende göttliche Ganze voll unendlicher Vollkommenheit vergessen und uns nur der verschiedenen Menschen und Dinge bewusst sein. Er lässt uns das Bildnis Gottes, das innere göttliche Selbst in uns, mit unserem Körper verwechseln. Wir glauben, unsere Stärke liege in der Stärke des Körpers. Ist der Körper alt und schwach, sind wir bedrückt von dem Gedanken, dass wir alt und schwach sind, während sich doch in Wahrheit in uns, als unser innerstes Sein, die grenzenlose Macht und Stärke des göttlichen Selbst befindet. Es entspricht dem Wesen des Geistes, den Menschen herabzuziehen, ihn an die Außenwelt zu ketten, an Namen und Formen zu fesseln und ihn in der Welt von Namen und Formen gefangen zu halten, so wie es andererseits das Wesen der Seelenkraft ist, ihn emporzuheben und ihm göttliche Schau zu gewähren, ihn zu befähigen, in die eine Essenz in allen Namen und Formen einzudringen. Diese Seelenkraft innerhalb des psychischen Wesens des Menschen zeigt uns, dass der Mensch wesentlich nicht das ist, was er in seinem Geist, in seinem Gemüt, in seinem menschlichen Herzen zu sein scheint. Er ist viel mehr als das, was in seiner Intelligenz sichtbar wird. Ein äußerst sensitives psychisches System befindet sich in ihm, welches in sich selbst das kosmische Bewusstsein trägt, das höhere, allwissende Prinzip. Es ist der Begegnungsgrund von Göttlichem und Menschlichem in uns. Es ist aus dem Licht des transzendentalen Bewusstseins in uns gebildet und steht in ursächlicher Beziehung zum denkenden Geist und den empirischen Erfahrungen des Menschen. Dieses psychische System trägt in sich selbst eine Anzahl jede Norm übersteigender Kräfte. Es ist die Quelle von Hellsehen, Hellhören, Telepathie und so weiter. In diesem psychischen Wesen liegt das Geheimnis des Menschen, sein Herz und seine Seele. Daraus kommen alle Bestrebungen, unsere Genialität, unsere Begabungen, Fähigkeiten, unser unsterbliches Suchen und Streben, sowie das Verlangen nach Schönheit und die Liebe zur Wahrheit, unser Wunsch, nicht zu sterben, sondern Unsterblichkeit zu erfahren, unsere Unzufriedenheit mit allem, was wir besitzen, und die Sehnsucht nach mehr Glück, mehr Frieden, mehr Liebe, mehr Schönheit. Doch ist die psychische Seele, die individuelle Seele, nicht die höchste Seele, das Selbst, obwohl sie den physischen Tod überdauert. Sie ist nur ein geistiger Mechanismus, in welchem sich unser Bewusstsein, der unterbewusste Geist und alle psychischen Sinne befinden. Sie ist eine Entität in unserem inneren Wesen, auf die unsere äußere Persönlichkeit aufbaut und die Basis all unserer endlichen Erfahrungen durch den Geist und den Körper ist. Um dieses Zentrum herum sind die verschiedenen Körper angeordnet, der physische, der vitale und der mentale Körper, jener der höheren Intelligenz sowie der allersubtilste, jener der göttlichen Glückseligkeit. Mit anderen Worten,
Die Seele ist ein Bewusstseinswirbel, in dessen Zentrum unendlicher Friede, Freude, Kraft und Vollkommenheit ist, der sich ins Unendliche erweitern, sowie sich auch zu einem infinitesimal winzigen Punkt zusammenziehen kann. Der Mensch, so wie tatsächlich jedes Wesen, hat eine Seele, einen Mittelpunkt, in dem etwas vom göttlichen Bewusstsein anwesend ist. Und dieser Brennpunkt, Seele genannt, ist wie eine Art Flamme, ist wie ein Licht, unbegrenzbar, allwissend, allvollkommen, göttlich. Das Licht der Seele ist das höhere Selbst, die Gottheit in uns. Es ist das Göttliche. Das göttliche Selbst ist vom Wesen des Lichtes. Die Behauptung, dass die Seele eine Art Flamme, also Licht sei, kann auf folgende Art und Weise wissenschaftlich bekräftigt werden. Intelligenz ist nur durch Bewusstsein möglich. Wahrnehmung und Erfassen ist der Prozess des Verstehens, und Verstehen ist Licht. Alle Wahrnehmung ist nur im Licht möglich. So ist also Intelligenz, ob im guten oder im schlechten Menschen, vom Wesen des Lichtes. Intelligenz und Licht ist ein und dasselbe. Und was ist Bewusstsein anderes als der Ursprung von Intelligenz und darum die Quelle des Lichtes? Die Seele im Menschen ist eine endliche Gestaltwerdung des Unendlichen. Sie ist das relativ Unsterbliche. Als solche ist sie nicht unsterblich, sondern nur relativ unsterblich. Diese, ihre relative Unsterblichkeit oder ihr relatives Ohne-Ende-Sein erlöscht, sobald der Mensch Kontakt mit dem Absoluten, dem Unendlichen hat. In diesem Augenblick verschmilzt der Mensch mit der Erfahrung des Unendlichen. Die Begrenzungen der Seele sowie die Seele selbst sind aufgelöst, und das innere Licht wird eins mit dem Licht des Unendlichen. Das ist die Erfüllung und Erlösung unseres Lebens, die Erlangung des höchsten und letzten Zieles menschlicher Existenz.